Gleich 17 Uhr, das sind die Themen bei TAF. Das und noch mehr haben wir gleich hier bei TAF. Ja, wir packen auch an. 17 Uhr. Yes. Bis gleich. Ja, etwa 5 Wochen ist es her, da hat eine Nacht im Ahrtal alles verändert. Das Hochwasser hat nahezu alles zerstört und Menschenleben gekostet. Aber wie geht es den Menschen heute? Wir haben die freiwillige Helferin Emily aus Köln begleitet, denn die Selbstständige lässt seit Wochen ihr eigenes Business ruhen, um vor Ort zu helfen. Tja, da merkt man mal wieder, wie wichtig Zusammenhalt ist. Chapeau an alle, die helfen. Gut, großartig, ab. Selbstlos, toll. Ja, wir machen ganz anders weiter und springen nach Hollywood, denn es wirkt fast so, als wäre es das Jahr der Filme, in denen man die Darsteller nicht mehr erkennt. Oder haben Sie zum Beispiel eine Ahnung, wer dieser Bösewicht hier ist? Ja, unglaublich, das ist alles Maske, denn der Schauspieler hat sich geweigert, für diese Rolle zuzunehmen. Tja, Woche 3 für unsere Promis im Weltall. Und damit die keinen Lagerkoller bekommen, hat sich Big Brother ein paar lustige Spiele ausgedacht, wie zum Beispiel gegenseitige Bewertungen. Ja, was bei manchem Bewohner für traumatische Erinnerungen sorgt. Im Whirlpool. Das klingt wie so ein Zeichentrickfilm. Ja, ist aber wirklich passiert, und zwar im US-Bundesstaat Tennessee. Welche abgefahrenen Plätze sich manche Tiere als Rückzugsort raussuchen, da kann man wirklich staunen. Tja, und so geht's hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir nämlich gleich für Sie. Nutzen Sie jetzt die Chance auf ein extra Gehalt. Und das hat es in sich. 2500 Euro. Und 150.000 Euro. Rufen Sie jetzt an unter der 01379 44 44 07. Kennwort lautet sorglos. Oder Sie schicken eine SMS mit sorglos an 3x4, 3x1. Alle Infos gibt's auch auf gewinnarena.de. Und wir drücken ganz fest die Daumen. Ne? Ja, für viele Autofahrer ist die Parkplatzsuche das stressigste überhaupt im Straßenverkehr. In den Großstädten ist es schier zum Verzweifeln. Natürlich auch in Berlin. Ja, satte 70 Millionen Euro nimmt die Hauptstadt jährlich mit Parksündern ein. Aber man muss auch sagen, die Bußgelder helfen zum Beispiel der Feuerwehr im Ernstfall gar nichts. Ja, durch die Falschparker geht sehr viel Zeit flöten in so einem Einsatz. Und das kann auch Menschenleben kosten. Tja, definitiv. Wir machen ganz anders weiter. Und zwar bahnt sich in Hollywood ein neues Traumpaar an, welche Stars nämlich heftig miteinander flirten. Das und noch mehr gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München mit einer Szene, die sicher viele von Ihnen kennen. Man steht stundenlang vor dem Spiegel und versucht sich alleine irgendwie den Verschluss der Kette auf- oder wieder zuzumachen. Kennst du? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Klar, kennen Sie? Es soll jetzt aber ein Gadget geben, das schnelle Hilfe verspricht. Das und noch mehr. Hier ist für Sie der TAF-Trend. Herr Daniel freut sich so, dass er im Trend ist mit Salbei. Richtig. Nein, Mann, schön. Das war gerade afrikanische Musik. Das war wie zu Hause. Genau, sein Beitrag. Isamba Bambule. Apropos, nach Hause. Bambule, genau, schon wieder Feierabend. War schön, wir sehen uns morgen wieder. Ihr und euch eine schöne Zeit. Tschüssi. Was ist das für eine Farbe? Salbei, und ich bin heute in Zitrone. Auch schön.